Hallo und herzlich willkommen zu Lords of the Fallen. So, alles zusammengeschnitten. Hoffe, das passt. Ich hoffe, es hat euch geholfen, falls ihr den dunklen Kreuzritter falsch halten wollt. Oder falls ihr, wie ich, halt scharf auf die Trophäe seid. Allerdings muss ich jetzt heute nochmal was anderes machen. Depot Wirtshaus, da ist es. Denn das lässt mir einfach keine Ruhe. So. Ja, ich habe immer noch die Abkürzung auf der anderen Seite. Die ist immer noch versperrt. Gut. Ja, es ist gut. Ist gut. Bleib entspannt. Nehme ich natürlich gerne nochmal mit. So. Dieses Haus, ne? Habe ich ignoriert. Weil da halt Flammen sind. Aber hier gibt es Leitern. Und da will ich doch mal schauen. Ja, bleib liegen, Keule. Bleib liegen. Ist hier irgendwas? Nein, wa? Hau ab! Feuerteufel. Ja, komm, 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 komm. Eine Quintessenz, das ist schon mal viel wert. Oh, Überrest zusammen, hat die Motte wieder rausgehauen. Ich mag die Motten nicht, ne, aber die hauen coolen Stuff raus. So. Eine grobe Axt, auch gut. Haha. Lava-Ausbruch. Hau ab, Mann. Hau ab. Hier könnte ich einen Flocken pflanzen, aber... Hau ab, Junge. Schon wieder komplett die Orientierung verloren. Hier bin ich doch komplett falsch, ne? Junge, mach das nicht. Ich denn? Ich bin ja nicht richtig, glaube ich. Jo, Diggerchen.
Ich mag meinen neuen Zauber. Also das hier kenne ich alles schon, aber... Verdammt, ey. Ich schaffe es einfach nicht, die bescheuerte Abkürzung freizuschalten, ne? Egal, eine Quintessenz und noch eine Truhe entdeckt. Ist ja auch schon mal was. Und dieses verpisste Feuergebiet fühlt sich jetzt auch ein bisschen entspannter an. Hau ab. Hier habe ich auch nichts übersehen, oder? Wo ich eine Leiter runter... Ah, nee. Ja, hier war ich schon mal. So, bin ich bis hierhin gegangen, weil ich... Hä? Ich war hier... Ja, ich war in der richtigen Welt war ich hier schon mal. Da habe ich das natürlich nicht gesehen hier. Okay. Da unten liegt der Dude. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, ne? Das nervt mich. Und zwar hart nervt mich das. Ja, hier ist klar, okay. So, dann haben wir die Abkürzung hier, aber... Die da. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich bin ja schon, habe schon versucht, hier über Dach zu klettern. Klappt alles nicht. Naja, egal. So, teleportieren. Auf zur Himmelsrast. Denn, mein Schatzi. Our holy work continues, Lamp-Bearer. Oh, 7 Ladungen und 90%, finde ich gut. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me and into you. Ich danke dir, mein Schatz. Ich danke dir. Super lieb von dir. So. Zuck, zuck, zuck. Charakter aufwerten. So, da haben wir jetzt 30, da haben wir 40. So, dann geht wieder auf Strahlen, wa? Was gibt das? 4 auf Dings. Und 3 auf Pieta. Ist in Ordnung. Sogar Verteidigungswerte für... Ja, sauber. Hau rein. So. Und dann weiter im Text, ne? Es ist aber mieses Wetter hier, wirklich mieses Wetter. Alter, hast du mir jetzt angehauen? Wie bist du denn drauf? Zieh dich. Mitra-Abtistin. Mhm.
Dschungel, wer bist du? Und wo kommst du her? Ich muss eben mal da den Strahlemann. So, jetzt kommen wir beide. Auch einen harten Knochen. Hau dich weg. Leck mich am Arsch, du. Wer seid ihr? Es wird offensichtlich wieder ein Ticken knackiger hier alles. Und hier meine neue Rüstung. Ich fand's halt irgendwie witzig, ne? Weil alle... Verteidigungswerte steigen. Außer von Heilig. Also Heiligschaden. Der Schaden, den ich auch austeile. Der gibt mir richtig... Aua. Wer bist du? Aha. Interessant. Äußerst interessant. Gucken wir uns gleich an. Ah, guck mal hier, Mannequin. Alles klar. Den brauche ich auch gleich. Die Tür hat gar nichts. Okay. Den hatten wir schon gelootet. Gut. Ja, dann gehe ich da noch nicht rein in die... in die Kirche. Will ich erstmal hier das... Ja, ja. Geh mir nicht auf den Keks. Es ist die Pest mit der... Er flippt, wie er lustig ist, ne? Flippt er durch die Gegend. Ich bin am Überlegen, ob ich... Ist vielleicht gar nicht unklug. Weil sonst kommt der Reaper... Ach, scheiß doch. Der Hund war drauf. Soll er doch kommen. Hm?
habe ich denn ja gerade freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Schleck mich an, ich habe gedacht, der fällt schon wieder in den Tod. Egal. Grüßt euch. Ihr wollt mir doch mit Sicherheit aufs Maul hauen, ne? Ja, ja, war klar. Ja. Ich kann auch mit Heiligschaden zuhauen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist das hier regulär oder... Ist doch Latte, ne? Eigentlich. Hab nichts mehr, gut. Wer atmet denn hier so schwer? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Sollte ich das Ding entdecken und wäre ich unten gar nicht durch die Tür durchgekommen? Was machst du, Idiot? Es tut mir unheimlich leid. Ja, hier kommt immer ein Zweifel. Wieso bin ich jetzt wieder nach Umbra gewechselt? Warum bin ich so doof? Ich wollte doch nur heilen, mich selbst. Mann, bist du blöd. Das Mannequin natürlich weg, ne? Oh, da hinten gibt es auch noch eine Quintessenz. Also vielleicht gar nicht so verkehrt, weil sonst hätte ich es wieder verpeilt. Junge! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Yo! Genau so habe ich es mir gedacht. Ach Gott. Und kein Speicherpunkt vorher gewesen. Weißt du, und ich habe 7 Ladungen in den Sangunirex und hause nie raus, weißt du? Das muss er auch erstmal. Hau ab, Alter. Yo! Schau auf! Ey, wie seid ihr verfluchten Wichser drauf? Weg mit dir. Yo. Was?
Hör doch! Machst du für Sachen? Hau ab jetzt! Tja. Fast vollständig aufgebraucht. So, jetzt gucke ich aber mal. Man kriegt die Option. Ja, nö, dann... Dann gehe ich auf die Option. Ist vielleicht ganz klug. Was machst du für Sachen, Alter? Jetzt hast du keine Heilung mehr. So, gute Frau, hast Bock? Ja, du hast Bock, ne? Quintessenz haben wir jetzt. Glaube ich. Hoffe ich. Ist noch Power auf dem Schwert? Komm. Hau nochmal Power drauf. So. Wer von euch hat Bock? Du hast Bock. Alles klar. Haben wir, ne? Allerliebst. So, Kiste haben wir. Hör auf, habe ich genau gesehen. Ist denn jetzt hier fertig? Ich denke, da ist Fräulein Boss, ne? Ja, ja. Dude. Ich wüsste nur nicht. Eigenartig. Ja, geil.
Muss ich jetzt echt da rein? Hab Schiss. Ich habe ja auch wieder keine Sangunis. Naja. Hilft ja nichts. Kann ich irgendwo einen Flocken pflanzen? Jo! Direkt einen vor die Nuss. Hör auf mit dem Scheiß. Noch einer Bock von euch? Eine habe ich noch. Hast du Bock? Auch kein Bock. Hast du Bock? Auch nicht. Hier atmet auch niemand wirklich mehr schwer. Aber hier in Flocken pflanzen kann ich trotzdem nicht, ne? Ne, irgendwie nicht. Ihr habt Bock. Hab ich gehört. Ja? Gut. Ja, es... Schild des leuchtenden Schwertes. Okay. Aber immer noch keine Flockenpflanzung möglich. Komm, solange wie ich Mana hab, ne? Hauen wir draus. Es sieht so verdammt cool aus, ne? Aber ich will eine Flockenpflanzung haben. Aha, eine Flockenpflanzung. Sehr schön. Hau rein. Ich meine, ich kann ja einfach mal gehen, ne? Yo, Alter. Warte, ich komme wieder. Die grunzen schon wieder. So, gut, dann auf geht's, ne? Du bist der hübscheste Boss, den ich je gesehen habe. Ja. Hast du vor, Mädel?
Halder. Wolltest du nicht? Sie ist mit Pfeile. Junge. Alter, du hast das aber. Da muss ich Gewalt anwenden. Was denn jetzt? Da mache ich kurz einen Prozess mit dir, wenn du mir so kommst. Ohne Ziel, Trophäe erhalten. Und Urteil, Trophäe erhalten. Neuer Meilenstein erreicht. Nächste Trophäenstufe erreicht. Ja, nice. Kalle, du bist einfach über, ne? Und wenn ich deine weißen Augen da sehe, ne? Finde ich richtig geil, den Char, den ich da gebaut habe. So, wo sind wir? Wir sind wieder im Totenreich, ne? Weil ich mit dem hübschen Boss so ein bisschen gespielt habe, ne? Ja, gut. Hast du hier? Ein Dornenkelch. Junge. Piss dich. Gibt's denn sonst hier irgendwas? Ganz ehrlich. Die Inszenierung, ne, von den Bossen ist einfach. Ich meine, ich bin ja Souls Noob, ne? Ist ja mein erstes Souls-like. So, und von daher weiß ich nicht, wie das so im Kontext ist. Beziehungsweise wie das im Vergleich zu anderen Souls-likes ist. Aber ich bin doch schon krass gehypt. Wer bist denn du? Ach so, mit dir kann man sprechen. Ja, ja, von mir aus hat das. Ich läuter mal hier eben dein Ding, ne? Make your cut, Ermengarde. Ja, es ist in Ordnung. Dann läuter mal bitte.
geht's jetzt dem Ende entgegen? Ja, ist doch gut. Sollen wir hier vielleicht noch mal... Ach komm. 3D-Foto speichern. Gut ist. Ja, tschüss, ne? Ja. Geht mir nicht auf den Keks. Astrein. Da war jetzt aber kein Unterschied, ne, ob ich quasi erst oben lang bin, ne? Ich meine, okay, ich habe oben noch die Quintessenz eingesackt. Ja. Aber ansonsten war das ja Wumpe, ne? Keine Ahnung. Komm. Wir gehen erstmal wieder in eine Basis. Weil, weiß ich gar nicht. Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Mal wieder. Das ist das Weil. Weil da war ja jetzt kein Weg... Ja, der irgendwie weiterführt. Du kannst nichts für mich machen, aber wir können mal hier. Beim Molhu gucken. Vielleicht kriegen wir wieder eine neue Rüstung. Ach, die war hübsch. Justica. Kleriker, strahlende Wächterin. Ich glaube, von ihr haben wir auch das Schwert gefunden. Andenken an Justica Clerica, strahlende Wächterin, eine welke Sonnenblume. Es kam der Tag, an dem die talentvolle Kriegspriesterin Iselle erkannte, dass sie eine Lüge gelebt hatte. Angewidert legte sie ihr blutrotes Gewand ab und schwor, Eides Herrschaft ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Gut. Strahlenschwert der Justica. Agilität und Strahlen. Ja, ich kaufe das einfach. Es ist Latte. Ich kaufe das einfach. Ne? So. Der Speer der Justica. Der geht auch mit Strahlen ab. Ein Speer, der einst von Justica. Justitia. Klerika geführt wurde. In ihrem Bestreben, Eide zu besiegen, fand Iselle zwei ungewöhnliche Verbündete, einen wilden Krieger und einen gerissenen Schurken, beide auf ihre Art und Weise außergewöhnlich, wie sie selbst. Und so erklärten die drei, die später als die Richter bekannt werden sollten, ein Gott den Krieg. Oh, Kratos lässt grüßen. Ja, möchte ich auch haben. So, verderbtes Schwert der Justica Clerica. Ein Schwert, das einst Justica Clerica gehörte. Verbessert euer Inferno, um mehr Einsicht zu erlangen. Guck mal, eskaliert mit allem. Strahlen, Inferno. Aber ich muss Inferno verbessern, um mehr Einsicht zu gewinnen. Okay. So, dann haben wir Panzerhandschuhe, die einst von Justica Clerica getragen wurden. Okay. Dann haben wir den Torso. Der scheint aber schlechter zu sein als das, was wir momentan haben. Dornenkrone. Die ist leicht. Beine.
Armwickel, Panzer der verderbten Klerikerin. Also kriegen wir von beiden. Okay. So. Krone. Rock der verderbten Klerikerin. Mhm. Ich hab Bock auf einen weiblichen Char, ne? Ich glaube, beim nächsten Durchlauf nehme ich echt einen weiblichen. Verderbter Banner, Wurfschwer. Mhm. Ja, und allein der Vollständigkeit halber, ne? Kann ich zwar nichts mit anfangen, aber ist in Ordnung. So, dann haben wir alle, ne? Und so schmilzen meine Schrimps dahin. Tja. Gut. Geht immer noch nicht, ne? Ich hab nicht zufällig einen Meißel, ne? Ne. Hab ich nicht. Gut. Molhu. Aber wir können noch mal einen aufsteigen. Nehme ich an. So. Charakter aufwerten. Ja komm, ich mache immer im Wechsel Strahlenvitalität, Strahlenvitalität, Strahlenvitalität. Weil so wie das aussieht, bringt mir Beständigkeit nichts mehr. Ich habe gedacht, ich könnte noch mal ein bisschen das Gewicht erhöhen, aber da passiert nichts. Und Ausdauer ansonsten habe ich, glaube ich, genug. Ja. Aber Gesundheit kann man immer gebrauchen, finde ich. Deswegen. Boah, wie viele Punkte ich auf Stärke verschwendet habe, ne? Naja. Ist wie es ist. Komm. So. Habe ich noch was ich hier verticken könnte? Was brauchen wir denn? 16, also knapp 1300, ne? Knapp. Aber. Ups. So. Und der geht dann wieder auf Strahlen. 3 bei Pieter. Ja, und 4 bei unserer Blutehre. Gut. So. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich muss gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe echt keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben zwar so einen Ausblick bekommen auf so einen roten Fleck, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich denke, wir quatschen in der nächsten Folge erstmal hier mit den Leuten. Vielleicht haben sie einen Hinweis. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.